Hey Kinders, was geht bei euch ab? Frohes neues Jahr! Genau das habe ich vor einem Jahr auch gemacht. Und ja, jetzt auch wieder. Immer wieder coole Teile. Ist da was zum Spielen drin oder was? Guck mal da. Da ist richtig Technik drin. Ich habe gerade vor kurzem, vielleicht vor einem Monat oder sowas, noch Stücke vom letzten Mal gefunden, die hinterm Bildschirm geklebt haben. Ach, schi. Ich versuche es gerade im zweiten Bildschirm zu sehen. Ja! Ja, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und habt euch nicht verletzt. Und falls doch, wünsche ich euch natürlich eine gute Genesung oder eine schnelle Genesung. Ich habe mich nur minimal verbrannt an so einer blöden Zündschnur von so einem, von so einem Katzekopf. Diese kubischen Kanonenschläge nennt man bei uns auch Katzeköpf, also Katzenköpfe. Und die Zündschnüre sind so eklig. Ich habe das irgendwie blöd gehalten und habe mich halt so minimal verbrüht. Aber ja, was soll's. Ich bin ready, vor allem für heute Abend, für den Livestream. Um 18 Uhr geht's wieder los. Der allererste Stream 2019 am 1.1., also heute, Dienstag, 18 Uhr. Ihr wisst ja generell, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Kommt rein. Und jetzt zum neuen Jahr schüttel ich euch was ganz Besonderes aus dem Arm. Oder der Hand. Wo schüttelt man das raus? Aus dem Arm, ne? Aus dem Ärmel. Haha! Ich hoffe, ich muss es nicht noch installieren. Und zwar ist ja The Forest, soweit ich weiß, fertig entwickelt. Beziehungsweise hat jetzt wieder ordentlich zugelegt. Wir haben das ja mal ziemlich krass im Multiplayer gespielt, zusammen in den Livestreams. Und diesbezüglich würde ich gerne auch wieder mit euch zocken. Es muss nicht direkt heute Abend sein, aber so wie wir eben lustig sind. Es war damals ja schon eine Mods Gaudi, wie wir da rumgejuckelt haben und eben was aufgebaut haben und so weiter und so fort. Aber das Spiel war dann noch nicht fertig. Mittlerweile hat das wohl einen Riesensprung gemacht. Als wir das letzte Mal gespielt haben, ist man vor dieser letzten Tür stehen geblieben. Vor dieser Metalltür. Man konnte nicht durch. Da stand dann nur, dass es halt bald weitergeht. Es ist mittlerweile auch über ein Jahr her, glaube ich. Aber jetzt könnte man doch so langsam wieder mit dem Kind abstürzen, oder? Jo. Oh nein, Timmy. Hast du das gemerkt? Oh, der Boy da hinten. Guck mal, wir sind ja schon gelandet. Timmy, ist alles gut? Oh. Oh, no. Boah, ich war minimal jetzt wirklich erschrocken, weil ich wusste nicht mehr, dass er... Steht der da schon immer? War der früher auch schon da gestanden? Alter, lass unser verkacktes Kind los. Der hat einfach unseren Sohn mitgenommen. Der Dreckarsch. Oh, oh, konnte man da eben voll in den Rock gucken? Ajo. Ich erinnere mich noch an unser allererstes Lager. Das war schon wirklich bombastisch. Den habe ich hier gerade voll den Foff eingestellt. Ich hasse Foff. Mir kommt... Oh, ich bin eine Prinzessin. Mir kommt gerade voll foffig vor, oder? So, nach hinten. Ich mag das nicht. Ich will ganz vorne sein in den Spielen. Ich weiß, viele spielen... Hoppala. Hallo? Er spricht rostiger Nagel. Jawohl, Pille aufnehmen. Zack, 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 zack. Ich bereite schon mal einiges für uns vor, wenn wir dann zusammen spielen. Ja, habe ich uns schon mal eine Butze gebaut. Ich habe ein Baby dann an Bord. Und so weiter. Ich denke, mittlerweile muss ich nicht erklären, worum es in dem Spiel geht. Man muss am Anfang die Frauen sagen. Das ist ganz wichtig. Es geht ums nackte Überleben. Und darum, dass man Pfoff ausschaltet. Ah. Guck mal, was das für ein Unterschied ist. Guck mal, so. Und jetzt so. Alter, wer spielt denn so? Wie fühlt sich das denn an? Widerlich. Jawohl, ich habe einen Tennisball gefunden. Nice. Damit konnte man früher die Vögel jagen. Ich weiß nicht, ob das immer noch geht. Vögelchen. Da fliegt einer. Oh, fuck. Bam! Mike, was? Wo ist denn mein Inventar? Ah, hier. Guck mal, ich hab ein Bild. Den müssen wir nicht mehr finden. Guck mal, die haben sogar Animationen dazu gemacht hier, wenn du da... ach Gott, ist das edel gemacht jetzt hier, oder? Guck mal. Jetzt kann ich unseren Sohn anzünden. Vogel, hast du meinen Sohn gesehen? Hey. Vogel, have you gesehen my son? Ich werde uns ein wunderbares Haus aufbauen mit Fernseher, Satelliten, Telefon und so weiter. Das wird der Hammer. Und Tennisbällen. Achtung. Alter, ich treffe jetzt da durch. Hat nicht gezählt. Guck mal, man kann Bäume fällen. Also für alle, die es wirklich noch nicht kennen sollten. Ich habe mir das Spiel damals nur geholt, wenn man Bäume so akkurat fällen kann. Guck mal. Ich habe zwar gerade hinten... Alter. Die haben das ultra bearbeitet und verbessert und sowas, Valerio. Oh, mach. Gleich fällt er der Baum. Baum fällt. Denkt mal einer jetzt an Scum. Was machen bei Scum die Bäume, wenn man so fällt? Ich meine, gut. Das war jetzt auch nicht optimal, aber bei Scum machen sie... Oder sind sie einfach da? Die fallen noch nicht mal um. Guck mal, und ich muss die so nehmen. Nicht wie bei Scum einfach alles in den Rucksack. Nee, 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 nee. Habe ich jetzt einen Vogel totgeschlagen? Nee, nee. Oh, guck mal, eine Krähe. Hi, Krähe. Was machen die Vögel auf dem Boden? Ich weiß es nicht, aber so sind die super zu fangen. Ich werde uns ein wunderbares Zuhause suchen, an dem wir dann alle zusammen bauen können. Ja? Aber zuallererst muss ich diesen Baum zerstören, um Twix zu bekommen. Dankeschön. Guck, die sind jetzt alle hier oben. Und ich habe auch noch Riegel, falls ihr welche wollt. Ich glaube, genau hier werden wir wohnen.
Oder ist es dir mal im Wasser? Nee, es ist gut. Oh, da wurde jemand begraben. Perfekte Stelle für ein Haus. Guck mal hier. Eine Kassette. Und Bilder. Oh. Da ist es. Das ist genau das gleiche Boot. Ich weiß noch, dass wir The Forest meist freitags gezockt haben. Immer spät in der Nacht. Also wir haben immer unser Programm gemacht mit Counter-Strike und hin und her. Und dann haben wir mit Forest angefangen. Und ultra lang gespielt. Und das Coole war, dass da nachts einfach manchmal irgendwelche Leute dazu... Hallo, irgendwelche Leute. Ja. Dass nachts irgendwelche Leute dazu kamen, die uns immer irgendwas beantworten konnten. Nee, bleib mal weg, Alter. Super Sicht unter Wasser. Alter, gab es früher auch Wellen? Die haben echt viel gemacht. Guck mal, die Bäume. Haben die früher auch so rumgewackelt, so Parkinson-mäßig. Aber das ist wirklich, das hat sich gemausert, das Spiel. Es hat sich gemausert. Und das? Zachary. Irgend so ein kleiner, dicker Junge wird gesucht. What the fuck? Die können scheinbar doch schwimmen, oder? Wenn die hier jemanden hinrichten. So, Kassettenrekorder gefunden. Abspielgerät. Und eine Kapitänsmütze. Whoa! Ja, genau, die Viecher. Die sind so eklig. Guck mal hier. Was ist das? Da ist was geschützt mit Passcode. Also es ist wirklich ein richtig geiles Spiel, wo wir eben schön hustlen können. Jawohl, die Taucherflaschen sind wichtig. Da werden wir schön rumwursteln können. Immer wenn... Oh, ein Teddy. Wenn wir zwischendurch mal genug haben von Counter-Strike, können wir einfach eine Runde Forest spielen. Ich gehe mal eben speichern. Das sind unsere alten Stände. 18.01. 18. Das ist alles von 18, okay. Also es ist jetzt... Es ist jetzt ja fast, guck mal, 2.01. Es ist ja fast ein Jahr her. Wahnsinn. Habe ich letztes Jahr auch nach Silvester beschlossen, dass wir mal reinhasseln? Oder ist es alleine? Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt einfach Slot 1. Ja, also wir haben geschichtlich nicht weit gespielt. Wir hatten unsere Basis, wir hatten alles mögliche, was wir brauchen. Wir hatten Waffen, wir konnten uns verteidigen gegen Angriffe, weil uns diese Viecher dann auch irgendwann angegriffen haben und so weiter. Es ist echt ein geiles, geiles Spiel. Alter. Aber ich glaube, wir haben, was jetzt die Story angeht, nicht wirklich weit gespielt. Ultra viele Fallen. Gab es früher auch solche Fallen? Vor einem Jahr oder vor eineinhalb? Ein Katapult. Valerio. Ich glaube, das gab es aber damals schon. Da, To-Do-Liste. Find Timmy, set up camp, find the missing plane passengers. Da können wir gemütlich reinhasseln. Vielleicht machen wir es heute Abend auch schon nach Counter-Strike. Mal schauen, wie lustig wir sind. Ich habe es auf jeden Fall runtergeladen. Es ist alles ready. Und ich habe jetzt eben auch schon diesen Server hier begonnen. Da können wir dann Spaß haben. Alter, schwimmt da einer her? Ne, ist eine Schildkröte. Wir sehen uns dann heute Abend um 18 Uhr. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.